und herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dackmobil. Wir haben das lange Wochenende vom 8. bis 12. Mai, also das Vatertagswochenende. Und da haben wir gedacht, wir fahren diesmal ein bisschen weiter. Für euch, für uns und für alle, die es gerne sehen möchten. Wir sind diesmal nach Ostfriesland ins schöne Bingum gefahren. 5 Kilometer von Leer entfernt an der Ems gelegen. Und wo war unser Ziel? Wir haben uns für das Ems Marina Camping entschieden. Diesmal ein Campingplatz, was wir normalerweise nicht machen. Aber da wir kurz entschlossen hier hochgefahren sind und wir buchen wollten, aber ich eben vor 18 Uhr Mittwoch nicht loskam und wir was suchen wollten, wo du spät noch anfahren kannst, haben wir hier reserviert. Und die Anreise kannst du nämlich hier bis 23 Uhr durchziehen. Und das hat super geklappt. Wir zeigen euch mal jetzt diesen schönen Campingplatz, der ein wenig anders ist, als ihr vielleicht im Moment denkt. Ich gehe mal hier aus der Einflugschneise heraus, weil gerade ist Abreisezeit. Und ich erkläre euch gleich an einer ruhigen Stelle, warum wir den Platz direkt mögen. Kommt mit! Gegenüber vom Ortsschild Bingum, beziehungsweise hier kommt ihr auch in den Ort hinein, geht es rein zu unserem Campingplatz. Ihr kommt oben von der Bundesstraße, links geht es auch nach Leer und dann folgt ihr hier der Straße, die euch als Sackgasse entweder bis zur Texas Ranch, wo man wunderbar Steaks und Burger essen kann, bringt oder eben zu unserem Ems Marina Camping. Im Eingangstor befindet sich die Rezeption. Lasst euch nicht irritieren von den davor liegenden Gebäuden. Zu dem Campingplatz gibt es eine Geschichte, die ich euch später erzähle. Einige Gebäude werden jetzt vom neuen Betreiber nicht mehr genutzt, aber das erzähle ich euch später. Hier habt ihr die Anmeldung, wo ihr einiges bekommen könnt. Unter anderem könnt ihr hier Informationsmaterial rund um die Gegend, was ihr sehen könnt, Fahrradkarten, Stadtkarten zu Leer und Ähnliches mitnehmen, kostenfrei. Ihr könnt Eis kaufen, ihr könnt euch hier einen Föhn leihen. Hier erhaltet ihr eure Button für die Duschmarken, beziehungsweise es ist ein Responder, den ihr auflegt mit einem Guthaben. Ihr könnt das ein oder andere hier eben noch dazu bekommen, was ihr vergessen habt, und frischen Honig kaufen. Ansonsten ist die Rezeption von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr besetzt. Und wenn sie nicht besetzt sein sollte und ihr kommt hier an oder habt Fragen, gibt es natürlich auch eine Notfall-Handynummer, wo sofort jemand kommt. Das Team Döring ist auf jeden Fall super hilfsbereit und immer vor euch da. Ich kann nur sagen, der Service hier war super. Von der telefonischen Anfrage bis hin zum Support bei der Abreise. So, ich gucke noch mal eben in die Rezeption rein, ob ich was vergessen habe. Und ansonsten gehen wir jetzt mal auf den Platz. Ab 8 Uhr morgens könnt ihr hier eine große Auswahl an frischen Brötchen, die ihr am Vorabend vorbestellen könnt. Hier haben sie bei unserer Ankunft um 22.30 Uhr sogar noch bestellt. Euch für den nächsten Tag vorbestellen. Die Brötchen werden hier im Gelände frisch aufgebacken und dann könnt ihr morgens zwischen einer Auswahl von ca. 15 leckeren knusprigen Brötchen und Croissants auswählen und euch den Tag mit einem guten Frühstück beginnen lassen. In der ein oder anderen App oder Kritikbewertung könnt ihr was zum Sanitärgebäude lesen. Dazu ist zu sagen, dass ja es auf dem Platz 2 Sanitärgebäude gibt. Es gibt ein neues, das komplett modernisiert wird, wie wir euch hier zeigen. Und es gibt noch das alte, das aufgrund des voll ausgebuchten Platzes zu diesem Wochenende nochmal in Betrieb genommen wird. Es soll eigentlich abgerissen werden und ein neues entstehen. Die Pläne hängen auch vorne am Eingangsbereich für euch schon aus. Es tut sich hier also eine Menge. Aber dazu habe ich ja euch das eine oder andere schon gesagt und werde euch auch noch erzählen. Und im Eingangsbereich könnt ihr auch noch die eine oder andere Übersicht gelangen, wie es früher aussah, wie es jetzt aussah. Betreiberwechsel war ja, wie gesagt, 2018 und welche Mietobjekte noch zur Verfügung stehen. Wir sind mit dem Eingangsbereich immer noch nicht fertig. Ist halt ja auch ein Campingplatz. Wir haben hier vorne einen netten Biergarten, wo ihr ab den Nachmittagsstunden
Getränke jeglicher Art und eine richtig gute, schöne Küche mit guten Portionen und moderaten Preisen zu euch nehmen könnt. Ausgefallen. Es gibt auch 2, 3 asiatische Gerichte, da hier jemand, der in der Küche ist, auch aus dem Bereich kommt. Und ansonsten haben wir als Beispiel das Jägerschnitzel, nehmen wir das, das andere darf man ja nicht mehr so sagen, kostet mit Beilagen und Pommes frites 15,90 €, also wirklich moderate Preise. Dann haben wir hier vorne auch schon den Bereich der Müllentsorgung. Jetzt nach so einem langen Hammerwochenende, der Restmüll, der ist gestern schon geleert worden, ist schon fast wieder voll, haben wir hier verschiedene Container für die Mülltrennung. Hier wird getrennt in den klassischen 3 Farben plus Glas. Und dann haben wir auch noch an dem Platz einen Gasservice in jeglicher Art der Gasflaschen. Preise müsst ihr in der Rezeption anfragen. Das sind ja eh Tagespreise, darum brauche ich sie euch hier an der Stelle nicht zu sagen. Also auch für Gas ist gesorgt. Für Wohnwagen bis hin zu Wohnmobilen oder dem kleinen Campingkocher. Direkt hinter der Information auf der Rückseite haben wir noch das eine oder andere, was gut ist zu wissen. Einmal zeige ich euch hier den Plan, wie weitläufig und groß das Gelände ist. Es ist ein Campingplatz, der über verschiedene Bereiche verfügt, sehr viel Wohnmobillastig. Wir haben hier Stellplätze für Wohnmobile, hier Mischtplätze, darunter wieder Wohnmobilplätze, Komfortstellplätze, wir haben Dauercamper, wir haben Wohnwagen, wir haben Komfortplätze mit Privatsanitär. Die zeigen wir euch gleich mal, wenn wir über den Platz fahren und was es gibt. Das ist an der Information erhaltet ihr beim Einchecken auch einen Plan, nochmal detailliert erklärt. Ich will da nicht auf jedes auch preislich eingehen, das würde zu weit führen. Den Fokus legen wir jetzt mal aufs Wohnmobil. Das ist der aktuelle Plan. Farblich erklärt seht ihr dann auf dem Plan, welche Farbe für welche Art der Parzelle steht. Ne, wie hier Komfortplatz, die gelben, das sind dann die Komfortplätze. Wir haben schön hier hinter noch einen See. Ich weiß nicht, ob er aktuell noch zum Baden genutzt werden kann. Früher war es mal ein Badesee. Hier das ehemalige Yachthafengelände, das nicht mehr genutzt wird. Es ist auch versandet. Und hier auch die ehemalige Anlage. Wir haben aber hier immer noch die Marina. Und der Marina-Charakter ist auch nicht zu übersehen. Es liegen Boote hier vorne im Bereich. Es werden Boote in der Halle eingelagert und auch repariert. Wir haben die mobile Slip-Anlage hier. Und es werden hier wohl auch Boote zu Wasser gelassen. Die Stelle zeigen wir euch gleich mal. Also es gibt hier viel zu sehen. Das Gelände ist sehr renaturalisiert. Was früher mehr in Richtung, ich sag mal, wie soll man es nennen, animierter Freizeitpark war, ist hier seit der Übernahme wieder unter dem Motto Natur und natürlich gewidmet. Und das finden wir sehr gut, weil die Größe des Platzes merkst du hier nicht. Es ist sehr familiär, es ist sehr ruhig und auch sehr ansprechend. Direkt daneben haben wir noch einen Bücherschrank und mehrere Waschmaschinen und Trockner, wie aber auch später in den Sanitärgebäuden. Aber auch hier, ich denke mal, was sein kann, Bezahlung. Wenn ihr Strom dabei habt, müsst ihr sagen, welche Parzelle ihr habt und dann wird die Steckdose freigeschaltet. Es kann natürlich sein, dass auch hier der Strom für die Waschmaschine nach Bezahlung, ich weiß wirklich nicht, was der Wasch- oder Trockenvorgang kostet, von der Rezeption aus freigeschaltet wird. Da müsst ihr leider nachfragen, aber da ist so ein Andrang, da kann ich jetzt nicht fragen. Sorry. Geheimnis Trockner- und Waschmaschinenbezahlung gelöst. Du gehst an die Rezeption und sagst, du möchtest Trockner mit der Nummer 2 haben. Der Vorgang kostet 2 € und es wird dir freigeschaltet. Dann läuft der Strom für dein Gerät. So einfach geht das. Also alles ganz unkompliziert. Wir haben hier vorne noch eine Toilette. Falls man sich hier vorne aufzählt oder drüben im Biergarten ist, behindertengerecht. Die muss ich jetzt nicht extra zeigen. Toilette ist Toilette. Es ist eine normale Toilette, behindertengerecht und auch sehr sauber. Hier sind wir jetzt noch immer nicht richtig auf dem Platz, wobei hier auch Stellplätze sind.
Die Wiese hinter uns wird als Stellplatz genutzt. Drüben, wo die Slipanlage steht, wird als Ausweichstellplatz genutzt. Überwiegend zum autark stehen. Einige Steckdosen sind vorhanden. Wie jetzt am Wochenende, wo alles ausgebucht war, hat man immer noch nach Möglichkeiten gesucht, diese Flut an Wohnmobilen, die wirklich hier bis mitten in der Nacht noch ankamen, irgendwo zu beherbergen und nicht unverrichteter Dinge weiterziehen zu lassen. Man hat es aber nicht gehört. Es war wirklich mega ruhig. Und wie man sehen kann, drüben haben wir eine Sandbank, dahinter ist die Ems, hinten ist der Deich. Haben wir hier einen Seitenarm der Ems und die Ems hat Gezeiten. Da könnt ihr sehen, also wie das Wasser sich rausdrückt. Bei uns hinten, wo wir sind, ist der ehemalige Yachthafen. Auch hier lagen früher Boote. Das ist auch nur ein Steg an der Texas Ranch. Wie der versandet, aber da denkst du, da kommt kein bisschen Wasser mehr hin. Du weißt, siehst das nachher nicht. Das ist echt eine komplette Wasserschicht. Ne? Man sieht auch hier, dass die Fahrrinne ja ziemlich zu ist. Da vorne hast du die Ems noch. Und dann siehst du, wie sie sich um die Insel windet. Und von hier, bin ich blöd, siehst du auch die großen Schiffe. Und ich bin immer bis da hinten auf die Brücke gelaufen. Na, jetzt fahren wir nach Hause. Die Erkenntnis kommt am meisten zu spät. Hätte ich ja hier von den Schiffen sehen können. Tja. Ja. Was wir auf dem Platz haben, sind die ein oder anderen Relikte vergangener Zeit, wie dieses Häuschen. An vielen Stellen sind diese alten Ferienhäuser schon demontiert worden, werden demontiert. Aber in der Vergangenheit, ich sage euch jetzt mal ein bisschen Geschichte zu dem Platz, hatten wir hier 1970 ist das Gelände, war hier eine Ziegelei. Ist die eingestellt worden, ist es an die Stadt leer gefallen, das Gelände. 1974 wurde hier ein Vorzeigecampingplatz gegründet, so wie vergleichbar wie Julianer Höfe. Dann ist das aber relativ Mitte der Jahre nicht mehr so instand gehalten worden. Es wurde nichts mehr investiert, es wurde irgendwie dubiose Geschichten, nicht mein Thema. Ich bin ja nicht bei FBI, von daher war der Platz nachher in so einem Zustand, dass man auch sich die Frage gestellt hat von der Stadt Leer, wird er, weil es auch Naturschutzgebiet ist hier rundherum, wird er brachgelegt oder nochmal zum Verkauf angeboten. Mit einem guten Konzept, einem guten Aufdrehen und vielen Ideen hat es dann der neue Betreiber geschafft, den Platz übernehmen zu können. Aber wie das so ist, wenn man einen so desolaten Platz übernimmt, kann man nicht direkt Neues bauen. Man muss Altes entsorgen. Altes entsorgen, wissen wir selber alle, ist mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Und von daher geht das alles jetzt hier Step by Step. Aber auf der anderen Seite hat der Platz dadurch sehr viel Natürlichkeit bekommen, sehr viel Natur, was viel besser in die Landschaft passt, als wenn ich hier so einen rasenmähergetrimmten, blumenbeetverzierten Platz hätte. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also von daher, wir sind hier mitten am Campingplatz. Was hörst du hier? Geschnatter und nicht nur meins. Von daher finde ich das super. Ich sage euch mal kurz was zum Platz. Dazu habe ich mal wieder diesmal eine etwas größere Zettelwirtschaft. Während der Anmeldung bekommt ihr noch mal ein Kärtchen mit eurem Platz. Das ist die Gästekarte, wie ich eben beim Einpacken gemerkt habe. Damit habt ihr dann aufgrund der Zahlung von Kurtaxe hier dann auch entsprechend Karten auf beiden Seiten betrachtet. Ja, Zugänge. So. Der Platz verfügt über 300 Stellplätze, die parzellisiert sind. Für Wohnmobile beträgt die Parzelle 70 Quadratmeter und für Wohnwagen und Liner 100 Quadratmeter. Bis 7 Meter hast du hier einen anderen Preis, als wenn du größer bist, weil du dann eben auch die 100 Quadratmeter hast. Schön ist, dass der Platz über ein flexibles Parzellensystem in den Stellplätzen für Wohnmobile und Wohnwagen, wo also diese Mischkultur ist, besteht. Da sind Pöppel im Boden, die kann man rausnehmen und dann kann man einfach die ein bisschen weiter stecken und sagen, so, jetzt haben wir hier nicht, ich nehme einfache Zahlen, 10 Wohnmobilplätze mit 70 Quadratmeter. Nee, wir machen davon 5 Wohnmobile und 5 2 Wohnmobile und 6 Wohnwagen. Dann werden die einfach umgestellt.
Das ganze Gelände hier umfasst 26 Hektar. Also das ist schon eine Hausnummer. Und von daher haben wir hier auch noch Zeltwiesen für Fahrradtouristen, Motorradtouristen. Wir haben eine offene Wiese für Gruppen, die auch jetzt als Ausweichsplatz genutzt wurden. Wir haben eine mega große Hundewiese, da steht nichts drauf. Dann ist vom Platz her, von der Lage zu sagen, in Bingum gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten, da müsst ihr schon rüber bis nach Lea. In Bingum gibt es eine Dönerbude mit Pizza, 2-3 Cafés. Ob es ein Restaurant gibt, weiß ich nicht. Es gibt eine Autowerkstatt. Alles andere müsst ihr dann schon von hier aus am besten mit dem Rad machen. Angebunden an schönen Wander- und Radfahrwegen natürlich, liegt der Platz in einer guten Ausgangsposition für Unternehmungen. Du kannst den Deich entlang gehen, du kannst auch mit dem Bus fahren. Es gibt hier auch die Möglichkeit, das Rad mit dem Bus mitzunehmen. Unsere Nachbarn sind gestern mit dem Radbus bis nach Papenburg gefahren und dann mit dem Rad zurück. Wir Deppen sind dann das alles mit dem Rad gefahren, aber andere Geschichte. Es gab früher hier mal einen Spielplatz. Der wurde direkt demontiert, weil er lebensgefährlich war. Es wird auch keinen neuen Spielplatz geben, da die Umgebung ansonsten für Kinder nicht allzu viel bietet. Wird man hier nicht auf Animation und großen Spielplätzen setzen, wenn haben die Kinder hier viel Platz, viel Möglichkeiten, Natur, Fußball zu spielen, kleiner Platz zum Bolzen ist übrig geblieben. Es gibt auch noch eine Überbleibsel vom Streichelzoo, zeigen wir euch, wie gesagt, früher war hier ganz viel auf Kinderanna mit Animation, das haben wir heute nicht mehr. Ihr könnt natürlich hier auch als Dauercamper stehen, da müsst ihr einfach mal anrufen, ob noch Plätze frei sind. Und es gibt auch 5 Mietobjekte, die zur Verfügung stehen, wie Schlaffässer und Hütten. Die werden wir gleich, wenn wir sie erwischen, euch zeigen, aber wir werden nicht gezielt darauf gehen, da weiß ich auch nicht die Preise. Wir haben hier das Bingumer Chalet für 2 Personen. Das ist auch winterfest. Und es gibt auch Stellplätze mit Privatsanitär. Aber wie gesagt, da gehen wir gleich im Detail nicht weiter darauf ein. Kommen wir direkt zu dem, was es kostet. Im Moment ist das Sanitär nicht abbuchbar und nicht zubuchbar, weil es keine Zugangskontrolle gibt. Das wird sich aber ändern. Also momentan haben wir 23,10 Euro oder 11 bezahlt, wegen der Kurtaxe so krumm. Und 26,10 würde es kosten, wenn ihr die 100 Quadratmeter Parzelle habt. Da drin enthalten ist der Strom mit 4 kW pro Tag. Braucht ihr mehr, kommt natürlich der Obelis für den Mehrverbrauch dazu. Und die Kurtaxe, die sanitäre Nutzung, das Duschen kostet nochmal extra. Da bekommt ihr, könnt ihr einen Responder dazu bekommen an der Kasse mit 10 Euro Pfand. Den könnt ihr mit Guthaben aufladen. Ich habe hier 2-mal geduscht, das war 1 Euro. Also von daher alles völlig legitim. Solltet ihr komplett autark stehen und keinen Strom brauchen, könnt ihr den abbuchen. Der Strom kostet 3 Euro pro Tag. Das Sanitär, wie gesagt, mit 2,80 für 2 Personen immer gesagt dazu. Und ansonsten kostet das Reisemobil 3,50 Euro und der 2 Personen 13,80 Euro. So ist die Preisstaffelung. So, und jetzt zeigen wir euch mal den Platz. Wir sind jetzt an der Grauwasserentsorgung. Es ist einfach ein Gully, der dort mit richtig Gefälle im Boden eingelassen ist. Der ein oder andere hat hier Probleme anzufahren, weil er versucht, da vorwärts reinzufahren, sieht man schon, da fährst du besser rückwärts dran. Frischwasser gibt es auf dem Platz überall verteilt, in vielen, vielen Wasserhähnen, aber ihr habt nicht die Möglichkeit, jetzt mit dem Wagen irgendwo direkt anzufahren und den Schlauch anzuschließen. Oder ihr fahrt, bevor ihr auf die Parzelle fahrt, hinten ist einer im Weg, wo wir stehen, da an und würdet befüllen. Das geht natürlich auch, aber hier läuft alles mit der Gießkanne. Auf dem ganzen Platz verteilt findet ihr immer diese Dreierkombination für den Platz, wo ihr vorsteht, rechts und links neben euch quasi. Die Steckdosen, sie werden von der Anmeldung freigeschaltet und ansonsten Deckel auf, Stecker rein
Und es läuft. Verbrauch, 4 kW sind im Preis enthalten, alles darüber. Wird bei Abreise, wenn ihr nach Hause fahrt, müsst ihr euch hier auf jeden Fall auschecken. Guthaben vom Responder bekommt ihr erstattet, das Pfand bekommt ihr erstattet und je nachdem müsst ihr dann noch Strom nachzahlen. Und dann ist das mit dem Strom auch schon erledigt. Also auch eine ganz einfache Lösung, abgesichert mit 16 Ampere. Jo. Also von daher kann man hier auch mal ein größeres Gerät dran anschließen. Das ist das ehemalige Spielplatzgelände, wird jetzt als Zeltwiese genutzt und rege angenommen. Hier waren ganze Fahrradgruppen, die dann auch ihre Tage hier verbracht haben. Also von daher sehr gut und auch schön sonnig für die, die zelten bzw. am Abend mit Schatten, damit es nicht so warm im Zelt ist. Gegenüber haben wir noch einen Basketballkorb und eine Tischtennisplatte. Zwar nicht mehr die neuesten, werden aber rege genutzt und daher, warum sollte man sie wegmachen? Hier haben wir das Sanitärgebäude 1, das alte, das demnächst einem neueren weichen soll. An der Seite vorbei haben wir den Bereich zum Spülen. Wir haben 2 großzügige Spülbecken mit warmem Wasser und ein Handwaschbecken für Schmutz. Zickere Sachen und eine Arbeitsplatte, wenn man was zubereiten möchte. Wie gesagt, es ist nur in Betrieb genommen worden, weil sich die komplette Inbetriebnahme des neuen Sanitärgebäudes sich verzögert hat durch quasi Bauschäden. Die zeigen wir euch gleich aber. Im Eingangsbereich zum Gebäude haben wir dann die Chemietoilettenentleerung. Dann gehen wir mal rein. So, Großzügig-Ausguss, Spülschlauch, bitte nach der Entleerung Bürste benutzen und los für die Händchen. Direkt, wenn ihr reinkommt, haben wir ein großzügiges Behindertenbad mit allem, was dazugehört, neuen Armaturen und entsprechenden Hilfseinrichtungen, die man braucht, um sich gut zu bewegen. Auch hier haben wir an der Wand die Auflage für den Responder, um das Wasser der Dusche in Gang zu setzen. Wie gesagt, hier ist der 70er-Jahre-Charme noch zu spüren, aber wenn wir euch gleich das neue Sanitärgebäude zeigen, seht ihr, dass das alles Relikte der Vergangenheit sind. Wir haben hier die Damen Toiletten. Klassische saubere Toiletten. Wie gesagt, ob die Tür jetzt weiß, grün oder sonst wie ist, spielt für mich eigentlich keine Rolle, solange sie sauber sind. Wir haben hier dann auch entsprechend nach Toilettennutzung die Handwaschbecken. Wir haben hier weitere Toilettenkabinen, also die ausreichende Anzahl. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Jugendherberge-Charakter aus meiner Schulzeit. Saubere Handwaschbecken, hier niedrigere, auch für Kinder, was auch ganz gut ist. Und auch noch einen Föhn, der gegen Auflage des Responders für die Stromnutzung genutzt werden kann. Und haben hier nochmal Waschkabinen. Die Heizung ist an, es ist hier angenehm warm drin und wir haben hier entsprechend die Duschen. Ich habe kein Licht angemacht. Hier habt ihr dann auch genügend Platz, Ablagebank und hier die Auflage für den Responder, der auch erst das Guthaben runtercountet, wenn ihr den Wasserhahn aufdreht. Wasserdruck, Wassertemperatur, tippitoppi, sauber, tippitoppi. Also von daher, ich denke mal, dass sich hier in 1-2 Jahren noch eine Menge tun wird, zumal das neue Sanitärgebäude ganz anders aussieht. Auch noch ein Fußwaschbecken, was auch nicht schlecht ist. So, dann gehen wir mal in den Herrenbereich. Hier einfach 2 Waschbecken. Eine ganze Menge Pissoirs. 6 Toiletten.
einen Waschbereich für groß und klein. Hier groß, hier klein. Und 1, 2, 3, 4. Und insgesamt 8 Duschen. Ne, 4 Duschen. Hier, das sind nur Waschgelegenheiten. Dann gehen wir nochmal zu den Duschen. Ausreichend groß. Hier wieder für den Responder. Sitzmöglichkeit, Haken. Und für alle Tierliebhaber haben wir nämlich hier, wenn wir hinter dem Sanitärgebäude, und das ist schön, überall sind diese kleinen Wege zwischen, hier kommst du dann da wieder hoch auf den oberen Platzteil, haben wir noch 3 süße Ponys als Überbleibsel des Streichelzoos. Ja, ihr könnt hier überall diese kleinen Wege gehen. Also man kann hier eigentlich auf dem Platz schöne Spazierrunden drehen, ohne weit das Gelände zu verlassen. Und das ist das, was ich meine, ne? Renaturisierung. Ist das nicht schön, so naturbelassen, alles wieder herzustellen? Es sind, wie gesagt, die Wege gemäht, dass du nicht durch knöchelhohes oder kniehohes Gras warten musst. Aber ansonsten überlässt man es auch den Wildblumen und der Natur, dem Platz wieder einen neuen Charakter zu geben. Gefällt uns sehr gut, zumal wir ja auch eher die Stellplatzfahrer als die Campingplatzfahrer sind. Und wenn ich schon die Vögelchen hier höre im Naturschutzgebiet und alles, dann gehört so ein bisschen Naturoptik für uns definitiv dazu. Bei euch auch? Lasst es mir mal in den Kommentaren da. Steht ihr lieber natürlich oder lieber animiert? Würde mich mal interessieren. Also Alfred hat ja Animation mir genug. Der braucht keine Animation auf dem Campingplatz. Hab ich euch jetzt animiert, uns eigentlich ein Abo dazulassen? Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es doch gerade jetzt. In der Zeit fahren wir nämlich mal weiter und zeigen euch den Platz. Danke euch. Aufgrund des vollen Platzes ist das Gebäude jetzt in Betrieb genommen worden. Hier hast du dann später auch das mit dem Zugangscode, dass du sanitär nicht mehr dazu buchen musst, wenn die beiden Gebäude umgestellt sind. Und ja, hier sehen wir, warum es nochmal zu Änderungsarbeiten kommt. Der Fliesenleger hat die Fugen mit Säure abgewaschen, was der Epoxyboden gar nicht mochte. Und wenn ich da ein Schweinegeld für bezahle und das sieht aus, als wenn Möwenschied auf dem Boden hätten, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch nach einer Lösung suchen. Also das ist, wie sanitär aussehen soll. Picobello sauber, das täuscht mit dem Boden. Hier ist Frischgewicht. Die Dame war nämlich eben vor uns hier. Fleißige Dame, die wirklich alles hier Picobello mehrfach am Tag sauber hält. Ausreichende Anzahl an Toiletten, für Damen ganz wichtig, auch die an der Wandhalterung, ne, die Hygienemülleimerchen mit Hygienebeutel, also das ist Sahne, allererste Sahne. So, dann haben wir hier die Duschen, die Steckdosen, wenn man sich die Haare föhnen möchte, auch wieder mit dem Responder. Schicke neue Armaturen und die Duschen sind zurzeit noch nicht geöffnet, wegen dem, was ich euch gesagt habe. Und das sind die Duschen immer auch noch mit einem Waschbecken, einer Sitzecke und dem eingelassenen Abfluss oder Ablauf im Boden und entsprechend der Kopfdusche. Und man kann an der Rezeption auch eine Handbrause noch dazu buchen. So, ne? Wobei dieser Anschluss hier dann auch genutzt werden kann, um das zu reinigen. Und da haben wir einen anderen Duschkopf wieder. Und hier haben wir dann so einen. Also du hast hier verschiedene Duschköpfe. Dieses Prinzip setzt sich auch auf der anderen Seite fort. Aber wie gesagt, kann aktuell noch nicht genutzt werden.
Da ist noch Baustelle, könnte der Spül- oder Waschmaschinenbereich werden, aber das kann ich euch nicht sagen, genauso wie hier vorne. Das wird ein Behindertenbad. Neugierig wie ich bin, habe ich ja hinterm Vorhang geguckt. Also von daher tut sich einiges und von daher top. Schöpfet vor. Wir sind jetzt hier in dem Mischbereich, da stehen wir mit Blick auf den Yachthafen, ehemaligen. Aber schön ist, dass du eben hier relativ gemischt stehst und so Kontakt auch mit anderen Campern bekommst. Erfahrungsaustausch, wir hatten jemanden mit Dachzelt bei uns auf der Parzelle. Ganz andere Erfahrungen, ganz andere Blickwinkel, auf was man achtet, wenn man unterwegs ist, finde ich mega interessant. Hier haben wir auch den einen oder anderen Dauercamper jetzt. Schön auch hier wieder der Weg oben zum neuen Sanitärgebäude. Also du musst nicht immer den ganzen Bogen laufen. Und hier ist dann Ende. Wobei, als ich gestern hier gelaufen bin, hier wohnt eine riesengroße Hasenfamilie. Die tummeln sich nämlich hier zur Genüge auf dem Platz. Und was ich euch gar nicht erzählt habe, ist, dass der Campingplatz ganzjährig geöffnet ist. Das ist natürlich auch mal eine gute Idee. In Leer gibt es einen schönen Weihnachtsmarkt oder Silvester. Also mit Sicherheit eine gute Adresse. Hier haben wir eins der kleinen Mietobjekte für zwei Personen. Und hier auch die Mischung zwischen Chalets, Wohnwagen. Am Zug steht auch mal auf einer freien Parzelle ein Wohnmobil. Hier, die ganze Reihe stand gestern voll, die ist schon leer. Das sind Komfortplätze mit Wasseranschlüsse. Und dann kommen hinten sogar noch die Anschlüsse mit Privatsanitär. So, hier ist das neue Sanitärgebäude. Demnächst auch noch mit einem Camperclean, der dazugehört. Hier sind wir dann am Emsdeich. Hier stehen mehr Dauercamper, beziehungsweise hier diese bunten Häuschen, die man sieht, das sind Privatsanitär. Hallo! Na, da haben wir so ein Privatsanitär. Das sind zum Beispiel zwei Stellplätze mit Privatsanitär. Und da vorne haben wir den Emsdeich, gegenüber liegt Leer. Du hast von dort auch Blick auf die Brücke, also eine Top-Lage. Aber hier zieht es natürlich auch ein bisschen. Aber das hätte mir auch gefallen. Wobei ich kein Privatsanitär brauche, also benutze ja noch nicht mal Sanitärgebäude, außer wenn ich zu faul bin, die Dusche zu putzen. Aber wer es braucht oder wer es möchte, gerade mit Kindern, ist das natürlich sehr schön. Ja. So, fahren wir mal weiter. Wir sind nämlich noch immer nicht durch. Hier gibt es noch mehr zu sehen. Hier haben wir den ehemaligen Badesee. Ob er noch zum Schwimmen genutzt werden kann, kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Hab gestern aber Jungs gesehen, die hier geangelt haben. Und du kannst wunderbar mit deinem Hund hier um Gassi gehen. Und was ist, es sind überall diese 100er Rohre als Hundekotbehälter auf dem ganzen Platz und auch auf allen Wandelspazierwegen um den Platz drumherum aufgestellt, sodass ihr mit eurem Hund hier eine tolle Runde drehen könnt. Gestern waren hier einige Hunde auch schwimmen. Wir fahren aber gleich mit euch auch noch mal rüber auf den Bereich der ehemaligen Liesewiese. Ich sage jetzt immer ehemalig, weil ich nicht weiß, ob es im Sommer genutzt werden kann. Auf jeden Fall auch von hier. Ne? Vorne haben wir die Klappbrücke. An der Stelle, ihr wisst, dass wir das Video zur Umgebung natürlich gleichzeitig online gestellt haben. Ne? Wir waren in Leer, wir waren in Ditzum, wir waren in Wehna. Alles Orte, die man so kennt und mit Ostfriesland verbindet. Also schaut auch mal in unsere Playlist. Dort haben wir natürlich auch das Video zur Umgebung. Und bei fast 4 Tagen, die wir hier waren, war viel Umgebung. Man muss den Platz nicht wirklich verlassen, wenn man nicht will. Zum Leidwesen von Alfred wollte ich das aber immer wieder, weil ich ja was sehen wollte. Hättest aber nicht gemusst. Das hinter mir, bis da hinten an dem dicken Baum, ist keine Hundewiese. Das ist ein Hundeuniversum.
Also das ist die größte Hundewiese, die ich je gesehen habe. Und hier sind einige gewesen, die auch große Hunde mit hatten. Einer hatte 3 große, ich weiß nicht, Labrador oder so. Die haben hier mit anderen großen Hunden gespielt. Die sind hier drüber galoppiert, wie die Pferde, die ich euch da hinten gefilmt habe. Sind natürlich im anderen Video. Also super. Das ist noch die Wiese, die auch gut für Gruppen genutzt werden kann. Ich denke da wieder an Gruppentreffen oder Pfadfinder, wo eben mehrere verschiedene Fahrzeugtypen sich hinstellen können. Es gibt auch Strom, nicht für alle ausreichend oder doch. Doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht hat der ein oder andere autark. Ist komplett voll gewesen, also auch da wieder super genutzt mit den Pylonen, entsprechend Fahrrichtung und Fahrwege markiert, hat sich jeder dran gehalten. Betreiber ist jetzt zwischendurch gefahren und hat eingewiesen, also super organisiert. Auch hier war es ultra ruhig mit Blick auf die Ponys. Und da vorne geht es nämlich auch direkt zu dem See. Da fahren wir mit euch jetzt nochmal hin. Auf dem ganzen Platz verteilt sind natürlich Feuerlöscher in ausreichender Anzahl. Solltet ihr denken, oh, der ein oder andere Rasen ist was hoch. Bei den Dauercampern ist es eigentlich so, dass sie selber ihren Rasen mähen müssten, beziehungsweise ansonsten dafür, wenn sie es nicht können, jemanden beauftragen. Der Platz ist da, wo, wenn ich das, frei verfügbare Parzellen sind, gut gemäht. Als wir kamen, war er frisch gemäht. Und von daher müssen wir sagen, für den Preis bei 23,10 Euro, den wir jetzt mit dem Wohnmobil bezahlt haben, auf einem Campingplatz zu stehen, wo eben auch Service und alles andere, Betreuung und so weiter geboten ist. Wie eben hat man wieder sehen können, dass jemand ein Problem mit seinem Wagen hatte, der Betreiber direkt hin versucht hat zu helfen. Es gibt hier ausreichend Personal, das sich um uns kümmert. Sehr nette Leute, alle hilfsbereit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so mag ich Campingplatz. Wir sind ja eher die Verfechter des natürlichen Campings. Und wenn ich bedenke, dass ich an anderen Plätzen, Wilhelmshaven, am Fliegerdeich, 28 Euro bezahlen muss, um auf einer Betonplatte mit einem Mülleimer zu stehen und sonst nichts habe, bin ich hier mit 23,10 Euro inklusive Strom und allem Pipapo doch bestens versorgt. Ihr habt eine super Kulisse, ihr habt gute Ausgangspositionen. Wir wünschen an der Stelle dem Betreiber weiterhin viel, viel Glück für seinen schönen Platz, dass seine Pläne sich weiter so verwirklichen, wie er begonnen hat, und sagen an der Stelle, uns hat es ja prima gefallen. Kommt her, besucht es, macht euch selber einen Eindruck davon, wie schön es hier in Ostfriesland und auf dem Ems Marina Campingplatz sein kann. Wir sagen an der Stelle, volle Punktzahl von uns, wir sind begeistert. Danke, liebe Familie Döring, für das, was ihr hier übernommen habt, was ihr bis jetzt schon geleistet habt, und mit all den Altlasten, die man gar nicht sieht, weil sie einfach der Vergangenheit anhören. Wir sagen auch euch danke wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Nächstes Wochenende ist Pfingsten und da werden wir auch wieder unterwegs sein, wie jedes andere. Und dann geht es ja auch bald schon in Urlaub. Okay, wir sagen wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.